Willkommen zurück hier bei Let's Play Tomb Raider 3. Ja, wer hätte erwartet, was jetzt kommt? Sehr merkwürdig. Ja, in der letzten Folge sind wir hier rumgelaufen. Wow. Damit hätte ich ja niemals gerechnet. Die Kugel war allerdings etwas schneller als erwartet. Tschüss. Ja, gut. Mir fällt bei der Hitze gerade nicht mehr so viel ein, außer dass ich nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Und obwohl ich halt vorher schon gesprintet bin, ist, wurde sie halt trotzdem direkt zerlegt. Das ist eigentlich echt nicht okay. Ja, fuck you, Spiel. Oh Mann. Ach nee, ich höre schon wieder irgendwo was. Seht ihr das gerade auch? Ich glaube irgendwie nicht, dass das so sein sollte. Das war merkwürdig. Du Miststück. Oh nee, wisst ihr was? Fuck mich nicht ab. Also, das musste jetzt sein. Oh Mann. Lara kommt einfach mit einer Panzerfaust. Ich komme nicht klar. Wie heißt das Ding hier? Raketenwerfer oder so? Ja. Oh, ich komme nicht klar. Das fand ich gerade schon ziemlich lustig, muss ich gestehen. Es ist halt so wieder der Inbegriff von That Escalated Quickly. Ich speichere jetzt mal ab, weil wahrscheinlich bald die Aufnahme crashen wird. Davon können wir ausgehen. Denn ich denke, also ich bin mir nicht sicher, ob jetzt eine Cutscene kommt, aber ich meine, es kam eine. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Vielleicht war es auch die erste Cutscene, die ich damals vergessen hatte. Die muss ich übrigens immer noch neu hochladen, aber ich dachte mir mittlerweile, das mache ich vielleicht einfach ganz zum Schluss. Oder ich mache es vielleicht heute noch, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie es gerade Sinn macht. Oh, an den erinnere ich mich. Hier bin ich richtig. Oh. Ja, ich erinnere mich doch irgendwie an ihn. Du hast es so gewollt. Ah, okay. 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 Also ich glaube, so langsam verstehe ich wenigstens, worum es geht. Nur die Waffe, die wir gewählt haben, ist echt ungünstig. Und dass wir die ganzen guten Waffen jetzt auch alle weg haben.
Mann! Wieso genau in dem Moment? Ach, das Spiel ist einfach nur furchtbar. Ja, ich muss halt echt sagen, allgemein dieser Südsee-Level, das ist halt wirklich mein absoluter Hass-Level, kann ich nicht anders sagen. Ich mag den wirklich gar nicht. Ich versuche hier gerade so ein bisschen taktisch vorzugehen. Nein. Du böse Ziege. Moment, ich lebe gerade noch. Right. Speichern. Nein. Oh Gott, ich hoffe, der erwischt mich jetzt nicht genau in dem Moment, wo ich springe. Okay, wieder das Gleiche. Ich glaube halt, wir können die nicht immer treffen, nur manchmal. Weiß nicht, wie oft er das noch machen will. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm, weil ich halt absolut nicht gerade stand und immer noch so gedreht war. Ach, das war auch wieder hohl. Ich muss direkt springen. Der schießt jetzt weiter, ne? Tut er nicht. Ja, jetzt weiß ich gerade, was ich falsch gemacht habe, aber genau jetzt juckt es mich natürlich wieder am Kopf. So. Okay. So, da, da, so. Mann, genau jetzt schießt er mich natürlich wieder ab. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, damn. Ja, gut, jetzt war ich auch wieder selbst schuld. Okay, das war schon wieder knapp, aber hat funktioniert. Wie oft will er das denn noch machen? Also, jetzt ist der sowieso nicht angreifbar. Mann. So. Einen können wir noch machen. Danach müssten wir das Ding benutzen. Mann. Da habe ich mich schon wieder zu spät gedreht. Okay.
Oh, fuck. Ja, ich dachte mir schon, dass das passieren wird. So. Muss echt sagen, das ist einer der nervigsten Bosskämpfe bisher. Nein. Mach nicht auf diesen. Einen haben wir noch, oder? Jetzt wird's kritisch. Ich würde erstmal, glaube ich, kurz speichern. Ich weiß halt nicht wirklich, ob das überhaupt irgendwas bringt, wie oft wir das machen müssen und sonst was. Oh, ich habe gerade geladen. Oh, ich bin so dumm. Und genau das ist halt eben, sind halt eben die Fehler vom Spiel, die ich halt, über die ich bereits geredet habe. Dass man halt eben F5 und F6 direkt nebeneinander hat und dann aus Versehen auch mal auf die falsche Taste drückt und dann ist halt RIP. So, hier müsste jetzt noch. Zwei sind sogar noch da. Okay, nice. Mann, ich hab auf 1 gedrückt und bin dann gleichzeitig. Ach, egal, fuck it. Ach, Mann. Okay. Jetzt einfach mal auf die Seite. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Mann. Ach. Ich weiß halt nicht mal, ob das, was ich tue, überhaupt richtig ist. Das macht's halt auch gerade so ein bisschen verwirrend. Spring, Bitch, spring. Mann. Ach, es ist so brutal nervig. Okay, jetzt macht er wieder auf diesen. Dann machen wir auf diesen. Machen den. So, jetzt holt er wieder einen seiner Lakaien an den Start. Dann machen wir wieder auf diesen. Stirb. So. Mann, was ein Scheiß. Okay, das war jetzt auch nicht so viel schlimmer als beim letzten Mal, ehrlich gesagt. Außer, dass ich halt eben die ganze Zeit dann so rumgesprungen bin. Stirb! Mann, und man bricht sich schon wieder die ganze Zeit einfach nur die Hände. Jetzt setzt halt gerade die Musik ein. Da frage ich mich aber auch so ein bisschen einfach nur so, warum? Mann, genau jetzt bin ich dann natürlich runtergesprungen. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht die letzte Runde gewesen wäre. I don't know.
Ich bin hier gerade an einer ganz guten Stelle, aber die ist auch relativ gefährlich, glaube ich. Ja, dachte ich mir schon. Da muss der uns halt nur so einmal pushen und schon ist halt Schluss. Okay. Puh. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder neu ausrichten hier. Kannst du bitte auf das andere Viech schießen? Okay, jetzt hat er immerhin mal die andere Seite genommen. Oh fuck, das war wieder richtig knapp. Aber es scheint mir zumindest so, als hätten wir Fortschritte. Haltet mich für verrückt. Aber für mich sieht das nach Fortschritt aus. Und sobald man irgendwie so ein bisschen so eine Taktik entwickelt. Das scheint funktioniert zu haben. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, was jetzt kommt. Ich gehe davon aus, dass das Spiel abstürzen wird, weil das bisher immer so war, wenn irgendwelche Cutscenes kamen. Deshalb speichere ich vorher und ich habe keinen Bock, dass die Aufnahme kaputt geht. Na komm. Ja, ich mache das nicht alles nochmal. Ich setze an der Stelle einfach einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Wir sind noch vergiftet und jetzt nehmen wir direkt mal das Relikt. Und der Level ist beendet. Die Frage ist nur, was jetzt danach kommt. Antarktis, ja, eine andere Wahl haben wir auch nicht. Hier ist Emlax an Basis. Bitte kommen, Basis. Bitte komm! Alles tot, Mann! Wir müssen landen, das wird zu wild! Gut festhalten da hinten! Das war knapp. Ja, so kennen wir die gute Lara, denkt nur an sich. Und jetzt ist genau das eingetreten, was ich mir halt gedacht habe, denn die Aufnahme hat sich in den Hintergrund verschoben, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch existiert. Dementsprechend, ja, beende ich sowieso einfach mal an der Stelle die Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.